Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Orbit. Ja, es ist 12 Uhr, wir fangen jetzt an und ja, Technobase natürlich im Hintergrund laufen. Ja, es ist lange nicht her, dass ich jetzt das letzte Let's Play gemacht habe. Ich glaube, das war jetzt vor einer Woche. Und ja, da habe ich mir gedacht, fangen wir doch mal wieder an, machen wir weiter. Und ja, heute mal mit der Weng unterwegs. Ja, was wir machen. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen hier den Kürbis-Quest fertig machen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf die 2-3. Ja, clanlos bin ich wieder. Warum? Ja, Waff bin ich jetzt raus. Ja, weiß ich nicht. Muss ich euch jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist eigentlich. Ja. Egal. Auf jeden Fall, muss ich irgendwas machen? Ja, okay, oh, ein bisschen lag. Das laggt ein wenig nicht. Das kann ich aber eben beheben. Da muss ich aber kurz eben Pause machen. Wir fliegen mal kurz ans Gate und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das läuft auch schon viel, viel flüssiger jetzt. Okay, jetzt müssen wir noch ein paar Mordone schießen. Ja. Uff, tot. Nächster. Ja, heute mal wieder ein bisschen ein etwas langweiliger Part, sage ich jetzt mal so, weil also ich denke mal, jagen werde ich jetzt nicht unbedingt. Heute ist Sonntag und RSB kann ich mir dann erst heute Abend holen. Deswegen werde ich jetzt heute nicht jagen gehen. Ich könnte ja dann heute Abend mal ein Jagdvideo machen oder so, wenn ihr das wollt. Ja. Okay. Mordon, Mordon. Ja, komm, nehmen wir das Devo noch mit. So, ja, kleines Problem habe ich jetzt hier, ja, das erklärt eigentlich schon alles, ne? Ich kann mir kein X1 kaufen, deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit X2 schießen, hab nämlich noch richtig viel davon. So. Ja. So, den nehmen wir auch noch mit. Okay, die Aliens schießen können wir ja auch so, ne? Aber ich glaube, so das Erz sammeln und so, das möchte ich euch ersparen. Ja, ist halt einfach ein bisschen langweilig, ne? So. Ja, wunderbar. Soll er was mal machen? Ja, komm, guck mal eben bei Mars vorbei. Eben nur einen kleinen Abstecher machen hier. Ach so. Nur mal kurz gucken. Ob wir hier irgendwie was kriegen. Okay, die scheinen nichts zu machen. Können wir rausfliegen. Gut. Was? Ne. So, okay, Leute. Suchen wir uns mal gerade hier einen kleinen Feind hier, so irgendwie was zum Zwischendurch, zum Snacken. Ein Big Boy oder so. Das reicht dann vollkommen. Da können wir doch noch mit X3 schießen. Ich glaube, ich jetzt. Da ist doch was. Da haben wir was. Ja, wunderbar. Ja, den können wir dann auch mit X2 schießen, ne, mit X3. Ja, der will mich kriegen, kriegt er nicht. Schafft er nicht. So, okay. Weiter geht's. Tarnung habe ich nicht. Schade. Hätte ich jetzt gut gebrauchen können, da ist sowas. Ja, wunderbar. So was können wir immer mal gebrauchen. So, gleich auf weiß. Das ist ja mal. So, wechseln. So. Na komm, geh sie bitte mal drauf. Oh, er will kämpfen. Okay, ich sehe schon, das lohnt sich nicht. Nehme ich den in Lock.
bist du Pussy. Ja, komm. Du bist eine kleine Pussy. Kleine Pussy. Ja, komm. Das gibt's nicht, ey. Solche kleinen Noobs, ey, die könnte ich schon wieder. Oh, okay. Weiter geht's. Ja, wenn du was willst, komm her. Ich stehe bereit für dich. Oh, das ist ein Botter. Den können wir abschießen. Na, hallo? Das ist auch ein Botter. Deswegen brauchen wir da auch keine Angst zu haben. Na, komm, gehst du down hier. Scheiße, der geht nicht, der geht nicht. Schade. Na, ich hätte jetzt so eine Kami gemacht. Warte, den Botter hier, den will ich noch in Feuer jagen. Wo ist er? Da ist er. Hier kriegst du eine Rakete geschenkt. So. Na, wunderbar. Was? Warum macht der so viel Damage, ey? Ja, ich glaube, der Mario möchte auch mal Hallo sagen. Moin. Tja, wer kennt ihn noch, ne? Krieg ich noch. Komm. Und. Ja, wunderbar. Und du. Uiuiuiui. Okay, Rap-Szenen schneiden wir raus. Schade. Ich dachte, das wäre jetzt ein Botter, den wir einfach so nur kurz anschießen müssten. Ah, ja, wunderbar war das wieder. Okay, bis klar. So, Leute, es geht weiter mit Let's Play. Ja, da hat sich hier wohl... nicht jemand eingeladen hier. Fragte mich, ob ich ihn kennen würde. Ich natürlich nein. Weil ich... Es kann sein, dass ich mal mit dem irgendwie zusammen mal irgendwas gespielt habe hier irgendwie. Aber ich merke mir ja nicht wirklich die Namen, also. Sorry. So. Ich habe hier noch was Schönes vor mir liegen. Ein Gummibärchen. Oh, alle für mich. So. Ja, jetzt werdet ihr bestimmt wieder alle schreien. Oh, ich will auch. Nein, ihr kriegt nichts. Alles meins. So. Okay. Bin. Soll der Scheiß? Okay. Bin da. Wenn er jetzt irgendwie nix schreibt oder so, dann gehe ich aus der Gruppe raus. Okay, ich mach das immer so, wenn mich jemand einfach so stumpf in eine Gruppe einlädt, jemand, den ich nicht kenne, und der schreibt so lange nichts, dann zähle ich bis 10 runter, und wenn er bis dahin noch nichts geschrieben hat, dann gehe ich aus der Gruppe raus, weil ich da keinen Bock drauf habe. Okay, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kein Bock. Wenn man nicht antworten kann, Pech gehabt. So, okay, jetzt wollen wir mal bei Venus vorbeischauen. So, ich hoffe, es gefällt euch, dass ich da Techno-Bass im Hintergrund laufen lasse, anstatt irgendwelche Musik. Kann natürlich immer mal wieder stören, wenn da die Moderatoren ein bisschen was reden, aber ich finde, das stört so jetzt gar nicht. Ja. So, okay. Ja, okay, Leute. Was kann ich euch noch erzählen? Oh. Okay. Das ist aber nicht gut. Ich schieß mal mit drauf hier. Komm, geh platzen. Komm! Und, ah, scheiße. Na, du auch. Der macht ja nicht viel Schaden. 24.000. Bisschen wenig. Okay. Dann lassen wir das lieber mal. Okay, was kann ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Muss mal kurz Pause machen. So, jetzt geht's weiter. Muss schon noch mal ein paar Gummibärchen essen. So, okay. Ja, immer wieder geil, Techno Bass. So. Okay. Wieder mal ein paar Modönas hier schießen. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die neuen Maps. Frag dich nur wohin. Ich würde mal sagen, geh mal ein bisschen auf Piraten-Maps, ein paar Piraten schießen. Warum auch immer, hab einfach Lust gerade zu. Aber wir können auch mal eine Quest dazu annehmen. Da gibt es ja so tolle Quests für. Machen wir mal so lange. Hier, kleine Monster. Was müssen wir da schießen? 60 Interceptor. Okay. Wunderbar. Okay. Ja, passen wir. Brauchen wir nicht weit fliegen. Okay. Naja. Immer so kleines Uber-Zeugs. Müssen wir schnell abschießen. Bringt zwar nicht viel, aber immerhin. Okay. Ja, dann möchte ich doch mal, wo wir jetzt gerade nichts zu tun haben, einfach mal eine kleine Umfrage starten. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, welches Goliath-Design, also nur die Skill-Designs, welches ihr davon am besten findet und warum das Ganze. Würde ich gerne mal von euch wissen. Also ich muss sagen, ich finde das Solis. Spektrum, ja, die beiden finde ich eigentlich nicht schlecht. Warum? Spektrum, okay. Ist jetzt zwar nicht so toll zum Kämpfen. Ich würde es eher benutzen, wenn ihr irgendwie angeschossen werdet und abhauen wollt. Ist das sehr nützlich, weil das euren Arsch retten kann. sieht geil aus, auf jeden Fall auch. Ja. Das Solace, muss ich sagen, ist auch eins meiner Favoriten, weil, ja, ich muss sagen, sieht einfach mega geil aus. So mit dem Grün und so. Passt einfach total. Und, ja, HP
kann man halt immer mal gebrauchen, auch wenn man jetzt im Kampf ist oder so und kurz vorm Sterben ist. Man hat keine Aegis nebenbei mit sich fliegen, man hat keine Rap-Botter mehr, man hat, ich weiß nicht, wo man mit so noch alles die HP noch irgendwie ansteigen kann, kein Energietransfer mehr. Da kann er schon echt Leben retten. Für kurze Zeit. Außer da kommt jetzt irgendjemand mit einer 200er RSB Weißkeller. Dann sind die schnell weg. Naja. Okay. Wollen wir mal ein paar Inskeptors schießen? Ne, das ist ein Saboteur, die mag ich nicht. Genau deswegen. Weil es mich einfach ankotzt. Na, schießen habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Geh jetzt mal zu. Ah, komm mal her. Euch suche ich. Komm mal ran hier. Nächster? Nee, stopp. Erstmal in die Base. Mein Gott, ey. Okay. Eieieiei. Okay. Dann mal kurz zum Thema unser, ja, mein beziehungsweise unser Zweit-ACC, also Zweitkanal, wo wir unsere Vlogs beziehungsweise ja Real-Lives-Videos machen, so Kurzfilme und so. Da gibt es jetzt momentan ein paar Probleme. Mein Kumpel, er hat momentan einfach kein Internet, deswegen können wir da auch nicht wirklich was hochladen. Ja, dauert ja so oder so immer ein bisschen länger auf dem, also da kommen jetzt auch nicht so regelmäßig Videos. Wir haben jetzt zwar welche gedreht, aber das Problem war jetzt halt da. Die Aufnahmen waren jetzt richtig gut gewesen, aber ja, sagen wir es mal so, das Format, also das Videoformat, was die Kamera erstellt hat, konnte das After Effects nicht wirklich unterstützen, also nicht lesen. Deswegen konnte man das auch in eine Tonne treten. Da müssen wir halt mit dem iPod irgendwie das machen. Da müssen wir irgendwie so ein Stativchen bauen. Stativ bauen, damit das nicht so sehr verwackelt ist, weil sonst, ihr habt es bestimmt beim Counter-Strike gesehen, es ist arg verwackelt und naja, ist nicht ganz so toll. Okay, ich würde sagen, reicht für heute mal. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis zum nächsten Mal, ciao.